Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem wunderschönen Projekt hier. Mein Name ist Peter Voss und ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich auch den Doskas mit am Start. Hallo. Juhu. Fleißig am Kochen. Ja. Ich verhungere sonst. Elendig. Ja, eigentlich nicht, aber... Elendig. So. So, wir müssen zu den Leuten in den Bergen. Mhm. Das bedeutet, das sind die hier links oben, neben den Brüdern. Da würde ich sagen, da wollten wir uns hinbewegen. Ja, haben wir zum Glück den Bunker da schon aufgedeckt, dann können wir uns da relativ easy hinbringen. Genau. So, diesmal habe ich auch meine Verbände dabei, jawohl, schön. Sehr gut. Munition sehr gut. Haben wir auch genug. Da muss ich mir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, wenn wir da immer nur so alle Ritt lang das Spiel... Ah! Gott. Ich guck mal eben noch hier in die Kiste. Nein, natürlich nix. Ich will endlich meine Armschienen haben. Gibt's echt nicht, ey. So. Weiß nicht, warum du die nicht hast. Ja, ich blick's auch nicht. So. Ah ja. Bevor, guck ich erstmal hier oben rein. Ne, bisschen plündern. Genau. Oh, warum kommst du da so einfach hoch? Naja, Leiter und so. Ah, jetzt. Na toll. Nö. Der hat ja viel. Aber Hauptsache, die Tür ist abgeschlossen. Das ist wichtig. Oh, wo geht's denn da? Gut. Hm? Okay, Entschuldigung. Zu mehr Wald. Dann spreche ich mal an. Tu das. Hallo, ich habe vor kurzem gesehen, wie du gegen die Infizierten gekämpft hast. Da hast du dich echt gut geschlagen. Oh Gott. Ich bin Kenji. Manchmal habe ich Kontakt mit ihnen und früher habe ich auch mit Kovic verkehrt. Der gute alte Kovic, größenwahnsinnig und etwas seltsam. Du findest ihn sympathisch? Ja, zu Beginn tut das jeder. Ich kann deine Skepsis fühlen und die kann ich dir nicht verdenken. Sagen wir, jeder von uns überlebt auf seine Weise. Let's just say that we will have our own way of surviving. Okay, da war ich jetzt mal kurzzeitig verwirrt, dass da jetzt ein englischer Satz kam. Ja, man hat's gemerkt. Kovic hält es damit, jeder muss sich durchschlagen und eine Feuertaufe ist das beste Mittel, etwas zu lernen. Ich bin der Meinung, gegenseitige Hilfe wäre nicht schlecht, vor allem, weil nicht jeder einen Bunker als Versteck hat. Oh Gott, ey, so nach dem Aufstehen gerade ist es echt hart. Especially as well we don't all have a bunker to hide in. Warum kommt denn das da nochmal? Ja, gell, das ist doch immer der gleiche Satz, immer der letzte. Ja. Aber was ist eigentlich der Grund deines Besuchs hier? Willst du mir zur Hand gehen? Das klingt jetzt pervers. Einigkeit macht stark. Stahlrost und Glühbirnen, ja. Aha. Ich plane ein etwas verrücktes Projekt und brauche Leute wie dich, um es umzusetzen. Ich habe deine Neugier geweckt. Ich habe festgestellt, dass Kovics Gehirn, welcher eine große Ähnlichkeit mit dem Prinzip des Gesetzes Stärkeren hat. Du weißt nicht, wovon ich rede? Ganz einfach. Die verschiedenen Kovic-Anhänger glauben, dass man, um stärker zu sein, die Schwächeren eliminieren und ihnen ihren Besitz rauben muss. Das ist nicht sehr witzig, oder? Die Ärmsten sind dann ohne jeglichen Schutz den Infizierten ausgeliefert. Mein Plan ist, in die Stadt zu gehen, absolut alles mitzunehmen, was dort an Nahrung und Material ist, und eine Knappheit zu erzeugen. Toller Plan. Ja, du verstehst nicht, wie eine künstlich erzeugte Knappheit das Problem löst. Ja, wir erzeugen eine Knappheit, aber wir verteilen die gefundenen Dinge an die kleinen Camps, damit sie sich endlich verteidigen können. Ah. Bist du bereit, mir zu helfen? Je mehr Leute ich rekrutiere, desto mehr können wir für ein Gleichgewicht da draußen sorgen. Alter, ich lese nie wieder vor, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. So, und da ich gerne Erfahrungspunkte haben will, natürlich Queststufe 17. Jawohl, natürlich. Soll sich ja auch lohnen für euch. Wenn ich da eh schon so einen Käse vorlese gerade. Dich oft sterben zu sehen, meinst du, oder? Ja. Ach, dieser absolut mega spannende Ladebildschirm. Da ist er ja. Oh, ein dicker. Da schießt er daneben. Hast du gerade daneben geschossen? Nein, das sah gerade so aus. Wir mussten ihn halt nur zweimal treffen.
Na komm. Verkehrt mit dir, geh weg. So, was müssen wir eigentlich alles einsammeln? Hier, Dose mit Corned Beef, Keksdosen, Blechplatten, Holzbretter und Aluminiumfelgen. Klingt jetzt erstmal nach einem ziemlich simplen Auftrag. Bisher, ja. Und ich glaube, das wird auch nicht allzu spannend werden. Mal gucken wir mal. Weiß ich noch nicht. Also bisher sind hier recht viele Zombies und ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade wieder so wenig Schaden mache. Das ist... Bist du gut ernährt? Eigentlich bin ich noch bei 75% oder sowas. Oder okay. Bei 70. Ja gut, Stufe erhöht. Vielleicht gibt es ja auch eine Resistenz ein bisschen so. Was der Schaden angeht, wenn man die Stufe erhöht. Oh, Steichrauben. Steichrauben? Steichrauben. Steichrauben sind schön. Steichrauben sind schön. Oh, guck mal da, ich habe die Aluminiumfelge. Eine. Ja, ich habe auch schon ein paar Sachen gefunden. Schade, dass wir es nicht behalten dürfen, weil so 10 Dosen Corned Beef wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt allerdings. Ist mir aufgefallen, dass auch die Pfeile sogar an der Wand hängen bleiben. Muss ich mal so ehrlich gestehen. Nee. Ja. Bist halt einfach nicht so aufmerksam, ne? Ja, das scheint so. Schraubendreher. Eine Keksdose. Schokolade. Alter. Schokolade. Na? Oh, eine Gitarre. Kann man leider nicht mitnehmen. Jawohl. Schlau, Fetti, lauf. Nylongarn. Was ist denn jetzt jedes andere Zeug, Mann? Kommt hoch, oder? Ach, da. Nee, er kommt nicht hoch. Was macht er denn? Ein Holzbrett. Komm ich halt runter. Bam! Hier mal deinen Arsch gerettet. Du hast mir meinen Arsch gerettet. Ja. Wie? Warum denn noch nicht? Wie denn? Ja, ich hab von da oben auf die Dicken geschossen. Hab ich ja, nicht gesehen. Vom Balkon aus quasi. Oh. Okay. Ah, eine Keksdose. So quasi von der Mauer aus. Ah, eine Keksdose. Doska ist das Krümelmonster. Ja, der kann froh sein, wenn er überhaupt noch was wiederkriegt, dieser komische Typ da. Genau. Ich bin auch dafür, wir behalten das einfach. Ich esse einfach alles auf davor. Aber die Sachen landen wahrscheinlich gar nicht so im Inventar, oder? Glaube nicht. Nee. Alles im extra Quest-Inventar, nenne ich es mal. Schade. Mal, wo ist denn jetzt das Ausrufezeichen hier? Hä? Ist das unten oder was? Ja, ich muss eben auch so ein bisschen suchen. Das ist gar nicht so einfach. Dann muss es hier in dem Eck sein. Ach, hier ist noch eine Tür. Alles klar. Ach man, jedes Mal, ey. Du guckst immer wieder in dieses bescheuerte Bad rein und du weißt eigentlich ganz genau, du machst die Tür auf, gehst da rein und du findest nichts. Echt traurig. Ja. Bist du grad... Ah, okay. Eine Kunststoffklemme. Dann holst du das Zeug und ich geh mal rüber. Mhm. Nee, zerbrochene Brille. Liegt denn da noch rum? Ah, Kekse. Kekse! Oh, nee, glaubst du es? Ich habe hier in dem Bad tatsächlich mal was gefunden. Okay. Platz doch, ja. Platz doch. Ein Reifen. Oh, ein Aluminiumrohr. Jetzt geht's aber los hier. In dem nächsten Bad. Das ist ja der Wahnsinn hier. Da müsste noch was anderes drin sein mit dir irgendwo. Ja, irgendwo. Irgendwo, wenn dann hier oben wahrscheinlich. Okay, der war mies. Richtig schön in den Rücken rein. Nee, dann muss es unten sein. Interessant. Oh. Ach, direkt vor einer Schnauze. Ja, da wahrscheinlich. Da, die Dose mit Corned Beef war das. Okay. Mit Corned Beef. Dose mit Corned Beef. Mit Corned Beef. Corned Beef. So, der liebe Doskas geht einer rechts. Ich gehe davon aus, dass da links da nichts mehr ist, ja?
Nee, da war Sackgasse. Ja, und da fragst du dich, warum wir keine Pflastersteine haben, wenn du immer so an zwei einfach mal so vorbeirennst, ne? Echt? Ja. Ich sehe die Dinger einfach nicht. Allgemein, diese Items sind teilweise echt, wenn man nicht wirklich genau drauf achtet, dann sieht man die Scheiße einfach nicht. Ja, so ist das bei Survival-Spielen. Man muss schon gucken, wo man was findet. Ja, das Problem ist, hier gibt es so viele Sachen, wo man denkt, oh geil, und dann kann man nichts looten. Hier, guck, hier die ganzen Holzbretter hier, den Mülleimer, nichts kann man looten hier. Ja, das stimmt allerdings. Und dann wird man automatisch ein bisschen, ich sag mal, faul und läuft halt durch. Oh. Aha. Stimmt. Aha. Aha, ja. Jetzt weißt du mal, wo der Hase weht. Oh, warte was? Ja, seht ihr, das meine ich. Das meine ich. Sieht aus wie Schrott, ist es nicht. Sieht wichtig aus. Sieht aus wie Schrott. Genau. Sieht aus wie Schrott, ist wichtig. Sieht nicht aus wie Schrott, ist unwichtig. Nee, andersrum, glaube ich, war's. Ach, egal. Danke. So, aber ich müsste jetzt erstmal was trinken. Ich glaube, das könnte daran liegen. Also, ich weiß, ich habe die Dose mit Kornbeef im Übrigen im Inventar, falls sich das interessiert. Es kann auch sein, dass du halt Kornbeef findest, was nicht zum Quest gehört. Oder hast du schon 5-6 Stück drin? Habe ich mich verguckt? Warte mal, Getränke, Essen? Ich habe 2 Dosen mit Kornbeef. Ja gut, okay, ich habe 6. Ja, stimmt, da ist auch die Keksdose. Alles klar. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn ich jetzt eine Kornbeef esse, ob dann vom Primärziel das runtergeht. Ich bin jetzt irgendwie nicht scharf drauf, es auszuprobieren. Weil wenn das nicht der Fall ist, könnte man das voll abusen und sich immer schön satt essen, wird der eh gewertet. Na? Oh. Ah! Warum, du Sau? Ja, gar nicht. Weil ich bin gerade völlig so im Modus drin, dass der Zombie umgefallen ist, wollte schon weiterlaufen, ja nichts ist. Na, die halten auch teilweise echt mehr aus. Das ist bitter gerade, gell? Oh, wir haben... Ah, ein Dingsbums fehlt noch. Beef. Komm ich denn da jetzt nicht rein, Mann? Oh, da ist noch ein Holzbrett. Oh. Blechplatte. Drüben hast du was vergessen. Was? Ja, die Dose mit Kornbeef lag da einfach noch auf dem Boden rum. Na, da siehst du mal. Ah... Alles muss man immer kontrollieren von dem Kerl. Ja. Das ist halt meine Mutti. Bäm! Bäm! In die Fresse, Mann! ich bin verwundert, aber jetzt komm mal ganz kurz mit. Geht's da weiter oder ist das einfach ein Spawn-Fehler von den Zombies? Pass mal auf. Weiß es nicht. Ich war ja hier hinten im Eck. Ich hab nur einen Pfeil eingesammelt, Ruhe bewahren, das ist ja, auch einer. Ich auch. So, und zwar hier im Eck. Da. Das sind Gegner, aber auf der Karte sieht's aus, als würde es nicht weitergehen. Der eine ist ihm gerade aus der Wand auch rausgebackt. Ach, okay. Also, um deine Frage zu beantworten, Spawnfehler. Ja, gut, alles klar. Dann Zukunft Lex, möge die Macht mit dir sein. Na komm. Dann, oder willst du die anderen... Was Ach denn? Nee, komm, egal. Brauchen wir nicht looten. Ja, ich will die Erfahrung kassieren schnell und endlich dieses Ding. Stillerne Beinschienen, ja, ich auch. Ja, genau, das heißt, so heißt es, glaube ich. So, dann quatsche ich den Lurch erstmal an. Achso, dann lurchen wir mal. Nicht schlecht, das ist wirklich eine ganze Menge. Und ich habe meinerseits ebenfalls schon so viel gesammelt, dass du das, was du gefunden hast, jetzt behalten kannst. Du wirst es bestimmt auch brauchen können. Cool. Gut, ich denke mal, er geht von der Questbelohnung aus. Nee, ich habe 7 Dosen Kornbeef. Nice. Das ist so geil. Mache ich hier erstmal Dings. Zum Vergleich, um zu sehen, wir haben jetzt 125 und jetzt haben wir... Wow, 145. Wow. So wenig. Wahnsinn. Ach. Na gut. Ich muss aber jetzt trotzdem das kurz stimmt, erst zurück, weil wir erstmal wieder unser Inventar leeren müssen. Einverstanden. Dann können wir hier Ruhe gucken und leer. Korvek noch ein bisschen looten. Oh Mann, machst du das? Dann gehe ich schon mal hoch. Ja, mach das. Alles klar. Wasser hier hat.
Aber dann können wir jetzt ja quasi unsere restliche Erfahrung in die Camp-Stufe pushen. Um endlich mal neue Sachen hier freizuschalten. Vor allem den Turm da, ne? Den Turm da? Ja, den Funkturm. Dass wir hier den Quest mal machen können. So, Essen. Ich tu mal alles rüber. Gut. Behalte die Limo-Dose als Reserve. Und ein paar Schokoriegel als Reserve. Ja, hier. Gut, bei mir war jetzt auch nichts Neues an der Kiste. Ich habe jetzt auch mal geguckt eben. Also, wäre jetzt bei dir was Neues drin, dann weiß ich auch nicht. Dann mag mich das Spiel nicht. Vielleicht hast du das Spiel ja geärgert. Ja, bestimmt. So, einmal konnte ich in die Campstufe investieren. Mehr habe ich nicht. Ja, das heißt, da müssten wir da quasi erstmal nochmal die nächste Horde spielen, ne? Ne, die Horde können wir ja nicht spielen. Vor Campstufe 15. Oh Gott, ich habe mich gerade hart verschluckt, ey. Oh. Yep. Hat man gehört, gell? Ja. ich könnte die Küche ausbauen, aber ich will mal gucken, ob ich noch was anderes ausbauen kann. Also ich glaube... Den Rest geht nicht wegen Campstufe. Also dann baue ich mal die Küche aus, oder? Nee, warte. Nee? Ich habe ja auch noch Erfahrungspunkte, wobei so viel sind bei mir jetzt nicht mehr übrig. Dann müssen wir erst quasi noch eine Mission spielen. Ja. Die Frage ist nur, wo? Wir könnten mal wieder den Verrückten einen Besuch abstatten. Ja. Mit seiner mit seiner Schaufel, ne? So, dafür brauchen wir ja Campstufe 20. Oh Gott. Ach, 20 sogar? Ich dachte 15. Ja. Hä, was war dann 15? Nee. Irgendwas war doch mit 5. Keine Ahnung, kann aber auch sein, dass sie es irgendwie verändert haben oder sowas. Ich meine, das Spiel ist ja schlussendlich ja immer noch im Early Access, also wer weiß, was die da so gemacht haben. That's true, bro. Ja, also ich hab. Alter, dieser Scrollbalken. Scheiße einfach. Oh, jetzt guck ich nochmal kurz. Ich hab hier zwei Macheten, dann braucht keiner. Hätte ich hier. Warte mal, Belastungsbonus 90. Ach ja, vor allem drei Hämmer dabei, ey. Drei Hämmer. Ja, ja. Alter, der. Eine Kugelgießform, die kein Mensch braucht hier. Also, war vielleicht schon braucht, aber. Ach, guck mal. Das haben wir ja ganz vergessen. Was denn? Ja, man, hier zum Beispiel bei Tierhaut. Also, ich bin jetzt gerade in dem Handwerk drin zum Thema verstärkter Rucksack, wo die Belastung auf 90 hochgeht, also 30 mehr wie unser Rucksack. Und da sehe ich halt, okay, das Ding ist schweineteuer, was Haut angeht, 10. Wir haben gerade mal 5. Und wenn ich ja mit der Maus draufgehe auf die Tierhaut, dann steht da dran, kommt am häufigsten vor im Quest verfeindete Brüder. Ich sehe das Symbol, also ich weiß, es sind die da oben. Und man kann ja theoretisch gesehen Quests ja wiederholen, oder nicht? So könnte man sich das Zeug zusammencraften, farmen. Das ist soweit richtig. Könnten ja einfach nochmal das machen. Die Frage ist halt, ob wir das vielleicht mal offline machen. Achso, ja. Dass man halt das vielleicht so ein bisschen grindet, um einfach an das Zeug zu kommen. Ja, dass die Zuschauer nicht mal das gleiche sehen. Weil wenn wir hier fünfmal dieselbe Mission spielen, um an die Tier auch zu kommen für uns zwei, Ja, nee, so meine ich das auch nicht. Wird's, glaube ich, schwierig. Ja. Ist halt so. Ja, logisch, klar, klar. Aber nur mal so, dass wir das im Hinterkopf behalten. Ja. Weil, wenn wir nämlich massenhaft dadurch Tierhaut sammeln können, können wir uns auch ein bisschen mehr Rüstung machen. Das stimmt wohl. Weil die brauchen ja alle Tierhaut. Oh, ich kann mir eine Rüstung machen. Was? Ja, aber... Ist ja nicht so. Ich kann mir ziemlich viel Sachen machen. Ja, ich gucke auch gerade mal drüber, aber. Beziehungsweise, ich kann mir eins von irgendwas machen. Also, eigentlich könnte ich jetzt gucken, weil du hast ja schon Rüstung. Zumindest hast du ja Beine und Arme. Ich bin dafür, dass du dir eine Kürbiskopfmaske machst. Nein, einen Helm habe ich ja. Und einen Kürbis haben wir doch gar nicht. Stimmt. Weil ich würde mir dann nämlich. Brustschutz Wiesensoldat verringert Lindenschaden minus 2 und das obere wäre Brustschutz Mechanikherz
Aber dein Mechanikherz ist doch. Ist besser. Also ja, kommt drauf an, was ist denn bei den Wiesensoldaten noch als Zusatz? Ja, Verteidigungsblockkraft. Weil du hast, ja, was auch immer die bringt. Ja, richtig. Das ist halt der Punkt. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten, warte mal. Das ist ein Knieschutz. Armband. Und sonst. Oh, warte mal hier. Was kommt hier? Der Waldläufer-Brustschutz. Das ist. Hä, ja, das ist halt echt immer so eine Sache. Ja. Ich meine, die Werte sind jetzt nicht wirklich mega hoch, wo man sagt, boah, geil. Richtig geil. Das ist wohl wahr. Aber ich glaube, ich mache mir den einfach. Ich meine, verringert den Schaden um 5%. Komm, warum nicht? Kann ich ihn mir machen? Von mir aus. Jawohl. So. Doch trotz alledessen, wenn der Doska sich da jetzt noch was craftet, sind wir leider auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Hm, wenn euch die Folge gefallen hat, nö, bist nicht schuld. Ja, lasst uns doch einen Daumen oben da, würden uns drüber freuen, ob euch das Projekt auch immer noch gefällt oder nicht. Auch ein Kommentar für die Leute, die das Spiel kennen. Vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für uns haben. Und vergesst natürlich auch nicht mal beim Doskas auf dem Kanal vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Wenn es heißt, hier überleben in How to Survive 2. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.